Hallo und willkommen zurück zu Last Day of June. Und das letzte Mal war ich irgendwie nicht ganz so konzentriert, beziehungsweise ich habe etwas Wichtiges vergessen. Oh je, was passiert hier? Den Schlüssel, er hat doch so einen Schlüssel am Bund. Den Schlüssel am Bund. Am Schlüssel am Hosenbund. Und jetzt wollte ich nochmal zu der Kirche, aber ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt hinkommen. Weil irgendwie alles um uns herum einbricht. Aber diesmal ist der Weg sehr vorgegeben, würde ich sagen. Können wir die Erinnerung nehmen? 12 von 20. Oh, da haben wir die erste. Das ist seine Frau. Und er sitzt draußen und winkt ihr zu. Da liegt sie im Krankenhaus. So. Den Schlüssel. Ich will doch wissen, was hinter der Tür ist. Wir haben die Errungenschaft freigeschaltet, die nicht mehr da sind. Ja, wir sind auf dem Friedhof. Und hier ist noch eine Erinnerung. Wahrscheinlich muss ich die anderen Erinnerungen dann nochmal im Nachgang holen und am Ende mit reinschalten, damit wir es komplett haben. Ach, da tragen sie zusammen die Tonnen mit den Blumen. Da ist noch eine Erinnerung. Da ist sie leider dann von ihm gegangen. Er ist in ihrem Grab. Und da haben wir die letzte Erinnerung, zumindest vom Opa. Wir haben die Errungenschaft freigeschaltet. Es heißt, man stirbt immer zweimal. Schauen wir uns das noch an. Jetzt trägt er dann alleine die Blumenkübel durch die Gegend. So, wir können ja ein bisschen flitzen. Der Opi ist ja noch ganz mobil. Deswegen mal kurz, hier leuchtet auch sowas. Ah, da ist der vom der Vater von dem anderen, von dem Jägersmann. Und da ist er bei seiner Frau.
Aber wir können es nicht ändern. Wir können den Anfang nicht ändern. Achso, die Dame haben wir ja schon getroffen. Die hier steht. Schauen wir mal, was passiert. Täglich grüßt das Murmeltier. Ich weiß nicht, was ich anders machen könnte. Wir können eh jetzt bald nirgendwo mehr lang gehen, oder? Kommen wir da noch durch? Nee, kommen wir nicht mehr durch. Sie will uns hindern, dass wir kommen. Da durch? Nee, da kamen wir nicht durch. Zu wem der kleine Junge gehört, das wissen wir jetzt eigentlich auch nicht richtig, oder? Er scheint keine Eltern zu haben, die haben zumindest hier keine Rolle gespielt. Da kommt er ja nicht durch. Ah, okay, er kann da hinten durchlaufen. Da können wir nicht durchlaufen. Sie will uns daran hindern, dass wir zu ihr kommen. Da können wir nicht mehr hin. Da können wir nicht mehr hin. Da bricht alles zusammen. Da bricht alles zusammen. Können wir nicht mehr lang? Wir können nur noch hier lang. Und nochmal. Die Errungenschaft, manche Dinge kann man nicht ändern. Ja,
Manche Dinge kann man nicht ändern. Wir haben versucht, alles zu ändern, alle Abläufe zu ändern. Aber es ist nicht möglich. Alle Ereignisse sind damit ins Rollen gekommen. Alles hing irgendwie zusammen. Sieht schon alles sehr mitgenommen aus. So, können wir jetzt hier irgendwie erneut versuchen? Ah, okay. Ah, wir können hier auswählen, so oder so, ne? Laute alternative Sachen ausprobieren. Also das haben wir noch nicht gehabt. Was hat er hier gemacht? Irgendwie das kennen wir auch noch nicht, glaube ich. Ich glaube, sonst können wir nichts ändern. Ne? Ja. Können wir es jetzt nochmal versuchen. Es wird wahrscheinlich nichts ändern. Trotzdem dieses Bild sehen. Hm.
Er schießt nur Konfetti. Er wacht nicht auf. Und sie werden trotzdem zum See fahren. Egal, wie sehr du wirst zu versuchen zu ändern. Versuchen wir mal es je nicht. Den Jungen mal lassen und ihn aber lauter Konfetti. Dann schauen wir mal, was denn passiert. Wird nicht wach. Er schläft weiter. Sie müsste. Er lacht. Ah, okay. Er schießt dann gegens Fenster. Sie kommt rein. Wieder hat sie das Bild. Ja, versuch was nochmal. Also dann lassen wir ihn auf der Wippe. Bei ihr lassen wir es so. Mit ihm machen wir Konfetti und dann schauen wir nochmal, was jetzt passiert. Bald haben wir alle Varianten durch. Er schläft weiter. Der Junge müsste auf der Schaukel sitzen. Oder auf der Wippe. Okay, aber ob sie jetzt mit dem Fahrrad kommt oder nicht, hat keine Auswirkung. Ja, weil da haben wir alle Varianten durch, oder? Also dann lassen wir mal den Jungen den Ball spielen. Dann lassen wir ihn mal richtig schießen.
Und dann lassen wir sie mal mit dem Fahrrad kommen. Das hatten wir noch nicht. Dann schauen wir mal, was passiert. Ah, sie treffen sich. Sie ist rausgegangen. Er wird wach. Und sie stellt trotzdem das Geschenk oben ab. Und sieht das Bild. Also müssen wir jetzt nicht, dass er durch den Schuss wach wird, sondern vielleicht dann erst durch den Jungen. Jetzt haben wir bald wirklich alle Varianten durch. Also dann ändern wir jetzt nochmal das. Und dann versuchen wir es nochmal. Können wir es überhaupt ändern? Sie nimmt wieder das Geschenk. Jetzt kommt sie. Sie treffen sich gleich. Jetzt gehen sie beide raus. Jetzt wird er wach. Sie hat jetzt nicht das Bild gesehen, aber er. Jetzt fragt er, lass uns dahin fahren. Errungenschaft freigeschalten, du kannst nichts dafür. Es sollte so kommen. Na komm.
Versuch's. Steh auf. Ja, egal was man ändert, es passiert so und so. Können wir nach oben fahren? Nee. Wir können hier nach draußen. Hier ist auch nichts. Ich weiß nicht, wenn wir ihn jetzt noch mal starten, nachdem es akzeptiert wurde, vergessen. Passiert hier? Vergessen. Zurück. Können du vergessen? Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir vergessen drücken. Er zerstört alle Bilder. Öffnet sich. Wir sollen wohl nach oben fahren. Das war so gemütlich da oben. Es schaut jetzt auch so düster da aus. Das war das Kinderzimmer. Das Kinderzimmer gedacht. Tschum. Schön eingerichtet. Es liegt da ein Block. Der Block von June. Die ganzen Zeichnungen. Die ganzen Variablen.
können das Schicksal nur akzeptieren. Wir können akzeptieren, dass wir es nicht ändern können. Dass der Unfall auf jeden Fall passieren wird. Egal, was wir ändern, es wird so kommen. Aber vielleicht können wir eine Kleinigkeit ändern. Ich weiß nicht. Vielleicht können wir das Schicksal ein kleines bisschen verändern. Sag ihr was Schönes, dass du es liebst. Dass sie dir wichtig ist und dass du gerne mit ihr zusammen bist. Oder gib ihr einfach nur einen Kuss. Sind irgendwo im Nirgendwo. Bei unserem Auto. Wir haben die Rollen getauscht. Und jetzt erfahren wir vielleicht endlich, was in dem Paket drin ist. Wahrscheinlich ein Hinweis auf ihre Schwangerschaft.
dann die letzte Errungenschaft freigeschaltet. Warte noch ein Weilchen. Ja. Ein wunderschönes Spiel über das Schicksal und dass man das Schicksal nicht ändern kann. Oder es unausweichlich ist, man vielleicht eine Kleinigkeit ändern konnte. ja. Bin noch ganz ergriffen. Es ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Und ich glaube, das war die bessere Variante für die beiden. Und schade, dass es so kommen musste, aber es war wohl so vorhergesehen. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich schaue mal, ob ich es noch im Nachhinein die Erinnerungen irgendwie ans Ende packen kann. Die letzten, die ich noch nicht zusammengesammelt habe, die noch fehlen. Ich schaue mal, ob das geht. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns dann irgendwann in einem neuen Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Dankeschön.